Können wir denn jetzt endlich mal mit dem Schmied reden? Guten Morgen! Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Schade. Amboss, hatte ich schon mal probiert, den Amboss mit dem Magneten irgendwie zu benutzen? Das geht doch so nicht. Offenbar schon. Gut. Beziehungsweise schlecht. Was? Was? Ach, Tür des Schmieds. Ich dachte gerade, das hier oben. Ja, die Tür werden wir immer noch nicht aufkriegen, nehme ich mal so an. Problematisch. Okay, ich will nochmal in Kalypsos Hütte gehen. Die ist aber auch niedlich gemacht hier. So, das Astloch da oben können wir auch nicht betreten. Hätte ja sein können, dass da irgendwas versteckt ist, aber... Gut, gehen wir mal ins Haus. Okay. Hier hat sich nichts verändert. Große Überraschung. Die Schublade steht immer noch offen und ist wahrscheinlich jetzt leer, nehme ich mal so an. Eine flache Schublade im Schreibtisch des Zauberers. Okay. Gut. Hündchen schläft immer noch. Mein kleiner Hund, Chippy. Verschläft wahrscheinlich das ganze Spiel, den Kessel kann man nicht benutzen. Der ist bloß standardmäßig für einen Zwerg, für einen Magier wahrscheinlich. Da muss wahrscheinlich ein Dingens sein. Okay, den Kühlschrank, den konnten wir nicht öffnen, weil kein Griff dran ist. Haben wir denn irgendwas, was wir da machen können? Nicht so wirklich. Okay. Das ist alles schlecht. Und dieses Buch hier ist auch nicht Simons Magiebuch? Nein? Shit. Okay, dann wieder nach draußen. Hat ja keinen Sinn hier. Gehen wir nochmal hier hinter. Hier ist bloß der Kompost und vor der Hütte. Ach, früher hatte man auch keine Hilfen. Finde ich eigentlich gut, wenn man keine Hotspots hat zur Hilfegabe. So, zum normalen Spielerlebnis ist es gut. Weil ich es gut finde, wenn man halt für sich selbst suchen muss. Das ist auch ein besseres Gefühl. So beim Spielen, finde ich, wenn man das selbst gefunden hat. Ich weiß nicht, mit den Hotspots, da fühlt man sich immer so, als ob man in eine Komplettlösung geguckt hat oder sowas. Okay, fürs Let's Play ist es natürlich insofern ein bisschen blöd, dass man dann auch mal ratlos rumsteht, so wie ich jetzt gerade. Aber, ja. Was machen wir jetzt? Verdammt, verdammt, verdammt. Gehen wir nochmal zum Druiden rüber. Irgendwas muss ich doch machen lassen hier. Hier drüben war dann gleich wieder der Schmied, oder? Ich will mal kurz gucken, bevor ich jetzt hier reingehe nochmal. Genau. Dann kannst du gleich wieder umdrehen. Okay, hier oben das Fenster kommen wir auch nicht ran. Hätte ja sein können, dass wir hier die Leiter brauchen, aber sieht nicht so aus. Was tun, Simon? Was tun? Okay. Wir haben immer noch nichts um den Barkeeper da irgendwie... Können wir den Zwerg jetzt vielleicht wecken und ihm sagen, dass er keinen Bart mehr hat? Ich möchte ihn nicht wecken. Schade. Okay, die Fruit Machine. Was können wir mit diesem Ding machen, mit der Fruit Machine? Wir brauchen Geld. Mist. Wir haben kein Geld. Große Überraschung. Okay, können wir irgendwas nehmen, was Geldersatz ist vielleicht? Haben wir auch nichts. Blöd, blöd, blöd. Benutze den Stein damit. Wir schlagen das ein einfach. Das geht doch so nicht. Geht schon, du musst es nur wollen. Okay. Mist. Gehen wir nochmal zu den Zauberern. Vielleicht haben die irgendeinen Tipp für uns. Ich weiß es ja nicht. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut Führer sind wir im Quaint, einem ländlichen Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Wir sind nur bis hierher gekommen. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Scheinbar. Die vier Typen erinnern mich gerade an jemanden aus dem zweiten Teil. Gesehen. Ich hoffe, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Ich muss mal die Fratzen mal merken, dann für den zweiten Teil, um das zu gucken, ob die das sind. Ich erinnere mich an Zordit in unserer Runde. Richtig. Bin froh, dass wir ihn los sind. Okay, Zordit war auch mal in der Runde. Ist ja sehr interessant. Ich möchte diesmal der Nordwind sein. Okay, nochmal quatschen. Hast du den Stab bekommen? Du Arsch. Gut. Wie sagtest du doch, hat er ausgesehen? Eine Art Stab, aber mit einer Kristallleuchte am Ende. Na gut.
Okay, er war im Besitz von dem Nekromanten, ich erinnere mich noch. Laut Führer können wir auch nicht mitnehmen. Quaint, einem ländlichen Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Unten können wir auch keinen klauen. Mist. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Wir brauchen irgendeinen Behälter, Mann. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich jetzt gerade weiter wüsste, ehrlich gesagt. Dass wir irgendeinen Behälter finden müssen, mit dem wir dann das Bier hier abzapfen können, um das dann den Zwergen zu geben, um dann darin nach dem Milrit zu suchen, um damit den Holzfäller zu befriedigen. Aber wir haben keinen Humpen. Mann, habt ihr vielleicht zufälligerweise Bierhumpen zu verkaufen? Nee, ihr habt gar nichts zu verkaufen, ne? Hierher kommt der Asparagus-Gelee. Ich hab jetzt auch keinen Bock mit denen zu reden, ehrlich gesagt. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört. Hallo, gehst du mal? Zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er Simon. Gehört hierher. Und Simon? Ich sage, er gehört hierher. Geh! Ach, schön. Mann. Nee, bleib schön hier, ist okay. Tja, was tun? Tut mir leid, wenn das jetzt wirklich so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, total ratlos erscheint, was ich hier mache. Ich habe bloß echt keine Ideen mehr gerade. Die sind mir so ein bisschen ausgegangen. Ich brauche mal wieder eine Brainstorming-Pause, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht in den nächsten Minuten irgendwie einen Geistesblitz habe oder irgendwas habe, wo ich jetzt drauf stoße plötzlich, dann werde ich wahrscheinlich auch mal eine Aufnahmepause machen und ein bisschen drüber nachdenken, was man so machen könnte und mir die Videos nochmal anschauen, um mir dann Ideen zu holen. Ansonsten, vielleicht können wir die Tür ja auch mit dem Feuerlöscher kalt machen und dann zerschlagen oder so. Das geht doch so nicht. Schade. Okay, ja, mit der Tür weiß ich ansonsten auch nichts zu machen. Nee. Der Bienenstock. Was können wir mit dem Bienenstock machen? Stopf mal das Schwein rein. Ja, schlaue Idee. Das geht doch so nicht. Wer hätte das nur gedacht? Okay, hinten können wir auch wirklich nicht lang gehen. Gut, dann hat sich das jetzt auch erledigt hier. Ach Mensch. Ich habe echt gerade keine großartigen Ideen. Ich will noch mal zur Trollbrücke. Ach Mensch, jetzt ist meine Lieblingsszene ja einfach kaputt. Das ist auch blöde. Ach. Nee, geh schon. Geh. Hier war ja auch nichts. Genau diesen Bildschirm hatten wir schon mal. Ganz am Anfang, wenn man in den Wald reinkommt, aus dem Dorf raus. Dieses Recycling hier. Unglaublich. Frechheit. Was könnten wir machen? Unser Freund der Sumpfling ist ja auch einfach weggerannt. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt hin ist und was wir mit dem machen könnten. Irgendwas können wir auch mit der Pfütze machen, ganz bestimmt. Da bin ich mir sicher. Aber was? Können wir die Pfütze? Nee. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Schade. Was können wir mit der Pfütze machen? Die ist doch bestimmt nicht umsonst hier noch da. Die muss doch irgendeinen Sinn haben. Ach, Mensch. Vielleicht wächst ja ein neuer Zwerg, wenn wir das hier reintauchen. Das geht doch so nicht. Hätte ja klappen können. Das mit dem Bart, das wurmt mich auch so ein bisschen, dass wir damit nicht in die Mine reinkommen. Okay, Stein, nee. Mist. Okay, damit wären wir wieder hier, das bringt uns nicht weiter. Ich klappe jetzt nochmal so kurz so ein paar Orte ab und dann mache ich aber auch Feierabend. Okay, Hexenhäuschen. Konnten wir davor vielleicht noch irgendwas? Ich will mal kurz den Eimer nochmal mit dem Brunnen benutzen. Vielleicht können wir ihn wieder auffüllen. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das. Bist du doof oder was? Okay, dann brauchen wir auch kein Wasser mehr offenbar. Wenn hier oben dieses Loch irgendwie anzuvisieren wäre, würde ich auch da die Leiter ausprobieren. Aber es geht ja nicht, ne? Das geht doch nicht. Können wir vielleicht... Nee, können wir nicht. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier vielleicht lang gehen können, aber nix ist. Mist. Ich habe auch noch nichts gefunden, wo wir zündeln könnten ein bisschen. Ist alles ein bisschen schade. Wir rennen jetzt eigentlich bloß nutzlos hier rum und wissen nicht, was wir tun könnten. Können wir vielleicht den Eimer abgeben? Das ist einfach nur dumm. Spiel doch selber, Simon.
lass dich gleich hier sitzen und dann kannst du selber gucken, wie du kommst, du Arsch. Mann. Nee, Quatsch, nicht benutze. Schau an. Es ist eine Feder. Ich überleg, was man auch mit der Feder machen kann. Ich weiß es nicht. Okay. Ich will noch mal kurz was probieren. Vielleicht kann man den auch noch richtig aufwecken, wenn man es wiederholt probiert. Ich weiß es ja nicht. Simon? Würdest du mal bitte auf meine Anweisung reagieren? Ein kompliziertes Gebilde aus Ventilen und Röhren. Ach, du sollst es benutzen. Ach Mensch, du bist ein Arsch, weißt du? Okay. Ich weiß gerade nicht so richtig. Nee, drüben war ja auch nichts mehr. Lass mal nochmal zurückgehen hier. Halt, was war da? Ach, das war der Riese bestimmt, oder? Okay. Ich will nur noch mal kurz ein bisschen die Gegend abschreiten. Gehört zum Adventure dazu, das müsst ihr euch jetzt antun. Es ist ein Adventure-Let's Play, von daher... Ja, wie gesagt, gehört dazu, ne? Können wir vielleicht... Nein, das wäre Quatsch. Ich hatte gerade überlegt, ob man die Statuen, die vielleicht vereist sind, ob man die irgendwie wieder aufwecken könnte, aber das... Wir haben ja bloß ein Stück Streichholz und dann kackt er mich wieder an, dass das doch nicht geht und so und ach. So, von dem können wir auch nichts klauen hier. Mist. Ich frage mich auch, wer die hier versteinert hat. Okay. Hier gibt's wirklich nichts, aber gar nichts. Mäh. Ich weiß nichts mit all den gefundenen Gegenständen anzufangen. Dabei haben wir so schön viel Zeug gefunden jetzt in der Aufnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegenstände. Ja, aber ansonsten sind wir nicht weitergekommen so wirklich. Mist. Okay, ich gehe nochmal zum Sumpfling rein. Geh mal einen Meter schneller, Simon. Hier hatten wir bloß den Suppentopf, der bringt uns auch nichts so wirklich. Und ansonsten, was ist denn mit dieser Kiste? Wozu ist die denn da? Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Tatsächlich, wer hätte das nur vermutet? Ach. Simon, du bist doof, dass du nichts von dem klauen willst hier. Shit. Das ödet mich so ein bisschen an gerade. Okay. Mensch. Gut. Hat uns jetzt alles... Halt. Achso, Höhleneingang, natürlich. Hat uns jetzt alles nicht so wirklich weitergebracht. War jetzt bloß verschwendete Zeit, die wir hier mit Rumlaufen verbracht haben. Tut mir leid. Kommt vor, ab und zu. Ich weiß nicht, was wir tun könnten gerade. Wo ging es hier hin? Okay, wo ging es denn hier hin? Schrecklich, wenn man immer vergisst, wo irgendwas war und wo es hinging. Ach so, hier ging es zum Holzfäller, natürlich. Was soll ich tun? Ach, nee, komm, da habe ich keinen Bock drauf. Da werde ich bloß depressiv, wenn ich in dem seiner Nähe bin. Mensch, ein Seil. Was könnten wir mit dem Seil machen? Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Okay, wir gehen mal hier hoch. Einfach, weil es mir dort gefällt irgendwie. Und vielleicht lässt sich ja dort noch irgendwie interagieren. Ich weiß es nicht. Dieses Fenster, das verlockt mich auch irgendwie. Nee, ansonsten ist ja auch... Na, noch ein Stein wird er hier nicht sein, oder? Nee. Okay. Doppelportal bringt uns auch nichts. Okay, Freunde. Dann lasse ich es einfach mal an dieser Stelle gut sein. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, bis dahin ist mir irgendwas eingefallen, was wir mit den ganzen Gegenständen anfangen könnten. Zack, gespeichert. Also, man sieht sich und bis dahin, ne? Winke, winke. So. Hier, Postkarte und Ende. Und tschüss.